Ja, moin. Endlich mal wieder ein Video. Hat ein bisschen länger gedauert jetzt, liegt aber eigentlich einfach nur daran, dass ich selber so ein bisschen anspruchsvoller werde, die Rückmeldung ernst nehme und deswegen ein bisschen aufgerüstet habe. Das heißt, mein iPhone liegt gerade hier. Ich kann euch das mal zeigen. Also ich mache jetzt mal parallel einfach mal ein Video von dem, was ihr jetzt gerade seht. So, jetzt mache ich mal hier das Video an. So, wie ihr seht, ich habe aufgerüstet. Ne? Das Objekt der Begierde hier ist eine Panasonic Cam, die ich jetzt hier gerade mir gegönnt habe. Ihr seht unten jetzt parallel genau, wie das Ding dann aussieht, im Splitscreen sozusagen. Ja, und ich habe mir das Ganze einfach gegönnt, weil ich selber gesagt habe, die Nachtaufnahmen auf dem iPhone, das habt ihr selber gesehen, die sind gruselig. Ich habe tatsächlich zweimal versucht, dieses Video zu drehen, was ich jetzt eigentlich vorhabe, beziehungsweise was ich die nächsten zwei Tage vorhabe. Heute mache ich das Ganze einmal auf der Landstraße Autobahn und Montag und Dienstag habe ich dann vor, heute ist Sonntag, das Ganze dann nochmal auf meiner Pendelstrecke zu machen. Worum geht's im Einzelnen? Es geht um das Thema Drive Mode hier im Ioniq, sprich Eco-Modus oder Sportmodus. Ich selber bin der Überzeugung inzwischen, dass es, glaube ich, keinen Unterschied macht, ob man im Eco-Modus oder im Sportmodus fährt. Der Eco-Modus soll ja vermeintlich dafür sorgen, dass man deutlich weniger Strom verbraucht als im Sportmodus. Im Sportmodus gibt es zudem noch 30 zusätzliche Newtonmeter an Drehmoment zu den bereits vorhandenen 265, sprich das sind dann 295 Newtonmeter Drehmoment nur in der Vorderachse, was bei den jetzt Witterungsverhältnissen, mein Auto steht inzwischen auf Winterrädern, das könnt ihr jetzt da gerade mal eben sehen, ich habe eben mal eine Außenaufnahme gemacht, ja, und führt eigentlich einfach dazu, dass ich jetzt sage, okay, so ein Video, das kann man da mal machen, das ist egal, ob das Auto auf Winterrädern steht oder nicht, aber was man halt merkt, die Straßen sind teilweise feucht, auch von Blättern und so weiter. Und diese 295 Newtonmeter Drehmoment, die bekommt man dann auch an der Vorderachse nicht wirklich auf die Straße. Normalerweise aus der Vergangenheit heraus bin ich definitiv ein Freund von heckangetriebenen Fahrzeugen. Es gab mal früher so einen blöden Spruch, Autos werden vom Heck aus angetrieben, alles andere sind Kutschen. Jetzt eigentlich mit dem Ioniq. Man muss schon sagen, klar ist so ein Vorderradantrieb leichter zu fahren. Also der geht, wenn dann, geht dann nach vorne, rutscht dann nach vorne geradeaus weg in Kurven, wo es ein bisschen zu schnell wird, was durchaus besser zu handeln ist für den unerfahrenen Fahrer. Ich selber bin da schon ein bisschen Fan von, wenn auch mal mit ein bisschen Gasfuß das Heck weggeht. Macht einfach auch Spaß, macht ein bisschen Laune und von daher bin ich eher ein Freund von. Kann ganz ehrlich gar nicht so viel sagen zum Allrad. Bin ich viel zu selten gefahren und dann auch nicht so bewusst, als dass man mal so ein bisschen guckt, wie verhält sich ein Allrad jetzt im Grenzbetrieb. Ja, von daher kann ich da gar nichts zu sagen. So, worum geht es in diesem Video jetzt nochmal ganz kurz? Ich möchte auch ausprobieren, ob die Kamera taugt. Ich habe jetzt, wie ihr gerade gesehen habt, die vorne auf dem Dashboard positioniert. Parallel werde ich die zweite Fahrt mal eben kurz umrüsten nachher und werde dementsprechend die mal an die Scheibe hängen. Hat zur Folge, dass das ganze Bild gedreht wird, also sie dreht sozusagen auf dem Kopf. Das muss ich dann nachher im Video einfach mal anpassen und werde mal gucken, was der Aufwand ist. Warum das Ganze? Nun, ich fahre zum Beispiel jetzt morgen den Kona mal Probe. Und der Kona wiederum, da kann ich nicht mal eben hier so ein Bubble hinsetzen und gucken, ob die Kamera dann auf dem Dashboard hält. Das heißt, ich werde ganz konventionell die Kamera oben an der Decke montieren. Und an der Decke montiert eben dreht sie Videos um den Kopf. Ja, alles ein bisschen spannend, alles ein bisschen Ausprobiererei. Guck mal, was dabei rumkommt. Dürfte eigentlich keinen Unterschied machen, ob ich jetzt auf den Kopf drehe oder nicht. Das ist dann nachher nur vom Videoprogramm abhängig. Aber ich denke mal, mit iMovie bekomme ich das hin. Das ist ja das Programm, mit dem ich die Filme hier mache.
Ein bisschen andere Position, das Lenkrad seht ihr sonst nicht, ist einfach dem geschuldet, dass die Kamera jetzt ungefähr 10, 15 cm tiefer hängt, als sie sonst hängt. Ja, und ich muss mich noch dran gewöhnen, ich gucke immer in den Monitor, gucke gar nicht in die Kamera, das heißt, das sieht so ein bisschen aus, als wenn ich an euch vorbeigucke, ist nicht böse gemeint, ist einfach noch dem geschuldet, dass alles noch ein bisschen gerade neu ist. Sprich, erste Video mit der neuen Kamera. Ich hoffe, euch gefällt's. Die Kamera soll einen guten Bildstabilisator haben, das heißt, es sollte nicht mehr dazu kommen, dass diese Wackelvideos entstehen, wie ich sie teilweise hatte. Das iPace-Video zum Beispiel, das war eins meiner ersten Videos, da war es auch leider sehr schlimm. Einfach noch sehr unerfahren auch mit dem Thema und ja, ich lerne auch dazu. Und er soll tatsächlich gute Bilder in der Nacht erzeugen. Das heißt, wenn die Dämmerung oder tatsächlich auch echt schlechte Lichtverhältnisse da sind, und das haben wir im Winter nun mal gerade morgens zu den Uhrzeiten, wo ich los war, das ist halt morgens um 6 Uhr, da ist halt noch nicht wirklich viel mit Licht und an der Stelle muss man auch ganz klar sagen, da hilft natürlich eine Kamera ungemein, die genau das kann. Gut, also nichtsdestotrotz, genug geschwätzt. Wie ihr eben in den Außenaufnahmen gesehen habt, hänge ich hier gerade noch an einem Triple Charger. Gucke mal eben, was der Ladezustand sagt vom Auto. Es geht wahrscheinlich gleich erstmal Musik an. Hoffentlich, ja, wahrscheinlich ja. Und dann gucke ich mal, was der... Ja. 55%, er sagt noch 20 Minuten. Das ist die Musik. Mach mal eben aus. Will euch nicht kehlen. Reichweite 91 Kilometer. Ich müsste natürlich wissen, wie weit diese Strecke ist. Das waren, glaube ich, 37 Kilometer. Zweimal 37 Kilometer. Ja, eigentlich könnte ich mich auf den Weg machen. Und dann lade ich nachher nochmal voll. Soweit voll. Dass ich dementsprechend bis zur Arbeit komme, dort das Auto dann sowieso einfach voll tanken werde. Ja, und dann gucken wir mal. Ich muss mir gerade überlegen, wenn ich jetzt morgen früh das Video drehe, dann bringt das gar nichts, weil ich den Kona habe. Also muss ich das Dienstag, Mittwoch drehen. Ah, ist ja egal. Ihr merkt es sowieso nicht, welcher Wochentag ist. So, gut. Getankt wird hier am Triple Charger mit meiner Lieblingsladekarte. Soll keine Werbung sein, aber im Moment zahle ich 5 Cent die Minute. Ich bin kein Stromkunde bei MeinGau. Ist aber völlig okay. Das werde ich mir nächstes Jahr mal angucken, wenn die neuen Tarife von MeinGau kommen. Die haben ja schon angekündigt, dass sie auf Dauer den Strompreis so nicht halten können. Und da werde ich mal gucken, was sie dann für Stromkunden selber für den Autostrom dann bezahlen lassen. Jetzt im Moment mit den 5 Cent günstiger kann man, glaube ich, nicht Auto fahren. Und ich habe jetzt inzwischen 20.740 Kilometer runter und ich habe in Summe, glaube ich, 30 Euro überhaupt mal an Strom bezahlt. Jetzt kommt noch ein bisschen von zu Hause dazu. Ja, nun gut, denn also ich glaube, selbst wenn man schlecht rechnet und sagt, das waren 50 Euro in Summe, die ich mal bezahlt habe für Strom über 20.700 Kilometer. Meine Frau hat letztens ihren Meriva getankt, der dann irgendwann im Januar, übrigens Lieferdatum, Kona Electric für uns, für meine Frau im Januar. Jürgen Sangel hat sich gemeldet. Top, wir freuen uns drauf. Nun denn, der Meriva, den hat sie jetzt letztens vollgetankt und mal eben 67 Euro bezahlt. Derzeitig Benzinpreise bei knapp unter 1,50 bei einer freien Tankstelle. Also das ist schon, das muss man sich schon leisten können. Ich sage mal, ich fahre Elektroauto, weil ich mir einen Verbrenner nicht mehr leisten kann. Ist ein bisschen mit einem Schmunzeln versehen, aber ist auch ein bisschen was dran. Gut, also ich werde den Ladevorgang jetzt beenden. Und dann fahren wir Richtung Autobahn, fahren hoch nach Bremerhaven, fahren hinten über Wolfsbüttel wieder zurück. Werde mal gucken, dass ich zwischendurch ein paar Bilder für euch präsentiere, weil wir sind mitten im Herbst. Das ist jetzt gerade der, muss ich mal gucken. Das ist schön, 11. November. Oh Mann, 11.11. Hier im Norden hat man es nicht so mit Karneval und so weiter, sonst wäre das jetzt wahrscheinlich ein Grund zu feiern, aber 11.11., 11.11 Uhr ist auch schon vorbei, wir sind jetzt bei 14.30 Uhr. Ja, und die Bäume verlieren jetzt tatsächlich auch langsam mal ihre Blätter, hat ja lange genug gedauert. Wir hatten einen Bombensommer an der Stelle und jetzt inzwischen ist die Landschaft schön farbig. Wir fahren durch ein paar Alleen durch und da werde ich euch hin wieder einfach auch mal ein bisschen was von der Landschaft zeigen wollen, weil ganz im Ernst, das ist auch schon... Man kann euch so eine Fahrten auch einfach runterspulen oder man kann die Landschaft genießen und da möchte ich euch dran teilhaben lassen. Ich genieße das gerne. Und ja,
bereiten wir jetzt alles soweit vor. Kamera wird natürlich wie immer nach vorne ausgerichtet, so dass, wenn ich dann aufnehme, ihr ein bisschen was sehen könnt. Ja. Und an der Stelle gucken wir mal nachher, wie dann die Bilder werden. So, da kriegen wir gleich mal eine Hardcore-Prüfung für die Kamera. Es nieselt minimal, das heißt auf der Scheibe werden jetzt dementsprechend auch ein paar Tröpfchen zu sehen sein. Mal gucken, wie die Kamera damit umgeht. Ja, letztendlich denke ich, war es nötig, da auch mal ein bisschen zu investieren, wenn man das mit den Videos weitermachen möchte, ganz einfach. Und auf Dauer mit dem iPhone, also ich habe da auch schon ein paar nette Kontakte gehabt, die auch stellenweise da auch ein bisschen gefragt haben, Mensch, kann das denn sein? So schlecht ist doch ein iPhone 7 nicht an der Stelle, wie das, was da in den Bildern entstanden ist. Und ich glaube schon, dass das so ein bisschen daran lag, dass da tatsächlich Vibrationen über die Halterung einer Scheibe ins iPhone übertragen wurden. Und gut. Also, ich werde jetzt parallel mal eben alles resetten, was ich hier so habe. Eben den Turn hier fahren. So. Ja, das ist das Schöne am Sonntag. Kann man auch mal ein bisschen doof fahren. Ohne dass es einem gerade übel genommen wird. So, also ich resette. Reifendruck übrigens bei 2,5 bar. Ich resette das hier. 12,5, derzeit der Durchschnittsverbrauch. Und ich resette natürlich auch die Fahrtinfo B. Nee, ich fresse da. So, Durchschnittstempo etc., was man braucht. So. Und dann fahren wir erstmal Richtung Autobahn. Meld mich gleich. So, Autobahnauffahrt. Ich fahre übrigens jetzt die erste Strecke im Eco-Modus. Winterräder sind auf 2,5 bar aufgefüllt. Ich fahre die TS 860 von Continental. Ein sehr, sehr leiser Reifen. Der ist deutlich leiser als die Sommerräder, muss man ganz ehrlich sagen. Landstraßentempo immer 10 km/h, laut Anzeige zu viel. Autobahn fahre ich 130. Wie immer versuche ich kein Bremsklotz zu sein, das heißt zügiges Fahren und Losfahren an meiner Stelle. So, und dann gucken wir gleich mal. Ich fahre übrigens mit dem Limiter, ich fahre nicht mit der Cruise Control. Und das vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis. Tempo ist hier freigegeben. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Also das Bild auf der Kamera, das zittert natürlich. Bin mal gespannt, wie es nachher aussehen wird. Außentemperaturen derzeit übrigens bei 14 Grad, das ist also gar nicht so winterlich hier, das ist tatsächlich recht angenehm. Wir haben Wind, das ist aber in Norddeutschland schon fast normal, von daher, ja, mal so, wenn ich heute die Tour jetzt im Eco- und im Sportmodus in zwei Etappen fahre, dann habe ich da auch keine Nachteile davon. Auch mal gespannt bin, der Bildstabilisator der Kamera, wie gut der ist jetzt in dieser Position und dann auf der anderen Tour, die ich dann ja über Kopf drehe, quasi für euch nicht zu sehen, für mich aber interessant, inwiefern das dann an der Stelle da zu zittern anfängt und dementsprechend vielleicht auch stabilisiert wird. Also, das war beim iPhone teilweise schon grenzwertig, das habt ihr selber gesehen immer und das hat jetzt auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, nee, zu bitte nicht mehr. Ich glaube, ich werde mir das nachher auch mal eben angucken und dann dementsprechend bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Ja, bunte Bäume, man sieht das hier, also ich finde das unheimlich schön. Selbst so ein Windrad hat dann so ein bisschen eigenen Charme.
hin und wieder fängt man dann an, so entspannt zu sein, dass man das Lenkrad dann nicht mehr fest genug hält und er sagt, hey, halt das gefälligst fest, weil du musst fahren, nicht ich. Ist beim Ioniq halt sehr, sehr entspannt. Also der verschmolte Assistent, der aktive, der ist wirklich gut. So, Autobahnende für uns. Jetzt geht es Richtung Landstraße. Durchschnittstempo jetzt auch eine Autobahn. Jetzt die letzten Kilometer seit Fahrtbeginn waren 107 km/h tatsächlich. Also zügiges Durchkommen ist dann hier garantiert. A27 in Richtung Cuxhaven ist eigentlich auch recht frei immer. Ja, und dann gucken wir jetzt mal, wie es auf der Landstraße weitergeht. Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass wir A auf dem Sonntag und B in der Zeit November jetzt auch so weit sind, dass wir dementsprechend keine Trecker vor uns haben, die uns dann so ein bisschen den Schnitt kaputt machen. Auf dem Land sagen wir dann immer, das Safety Car ist draußen. Führt aber natürlich dazu, dass das Durchschnittstempo sofort rapide nach unten geht. Kann man sich vorstellen, wenn irgendwo 70, 80 km/h erlaubt sind, das Tempo dann nur noch bei 30 liegt, das versaut an jeden Schnitt. So. Hier, guck mal, wie bunt das hier ist. Ach, ist doch schön. Hat ein bisschen was von Herbstromantik. So. Jetzt fährt der vor uns so 60. Werde ich mal gucken, dass wir gleich vorbeikommen und dann melde ich mich. Ja, wie ihr seht, kann man hier schön fliegen lassen. Macht richtig Laune. Die Reifen sind wirklich sehr zu empfehlen, absolut leise. Haben guten Grip, auch jetzt hier bei der leicht feuchten Straße. Also da ist das herrlich hier. Das ist richtig so ein rotes Licht jetzt hier gerade durch die Bäume. Das ist echt schön. So, hier gehen wir mal runter vom Tempo, damit wir dann wieder da sind, wo wir hingehören. Aber wenn man das hier sieht, das ist schon schön. Also die Straße ist nicht so feucht, wie es jetzt hier auf dem Display gerade aussieht. Ich gucke mir das gerade an. Lässt sich eigentlich gut fahren. Also ich habe da jetzt nicht über die Befürchtung, dass ich hier auf der besonders rutschigen Straße unterwegs bin. So, hier sind wir schon in Wolfsbüttel. Ferienort Wolfsbüttel, wohlgemerkt. Ich als Kind kenne Wolfsbüttel ganz gut. Das war für mich als Kind ewig weit weg. Das war so mein erstes Schullandsheim-Aufenthalt in Wolfsbüttel. Jetzt wohne ich da quasi nebenan und bin gar nicht weit weggezogen von da, wo ich früher zur Schule gegangen bin. Also von daher, als Kind hat man dementsprechend da schon irgendwie andere wie sagt man, also es gibt, sind, glaube ich, Reisen immerhin immer sehr, sehr spannend und besonders weit weg, obwohl es dann vielleicht nur 40 Kilometer sind. Also das ist ja wirklich nah dran. So, und dann sind wir jetzt hier wieder auf der Landstraße. Bin auch mal gespannt, was das Mikrofon jetzt hier überträgt. Von der Geschwindigkeit bin ich jetzt bei 90, 95 und gebe jetzt hier gerade mal mehr Gas. Also ich finde es vom Reifen her finde ich es völlig in Ordnung. Dafür, dass die Straße auch gar nicht so gut ist. Was die Bilder nachher machen, das habe ich ja gesagt, da bin ich sowieso überrascht von. Jetzt wäre natürlich interessant noch, wie gut die Tonaufnahme ist. Leider hat die Kamera kein externes Mikro. Das heißt, das Mikro ist integriert und ich kann da kein Mikro anschließen, was ich mir dann hier zum Beispiel an meinen Kragen hefte. Das war so ein kleiner Tribut, den ich zahlen musste an der Stelle. Aber ich sage ganz ehrlich, ich habe die Kamera von einem ganz lieben Menschen aus dem Süden der Republik bekommen über eBay Kleinanzeigen. Das war so ein netter Kontakt auch und also Grüße an den Herrn Müller an dieser Stelle. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da möchte ich jetzt auch, da kann ich auf hoffentlich auf das Mikrofon verzichten, dass die Aufnahmen jetzt klar und deutlich klingen, dass man mich gut versteht. Wie gesagt, erste Videoaufnahme mit diesem Format und wir werden mal gucken, wie sich das dann ganz am Schluss alles anhört hier. So, derzeitig übrigens 15 Minuten unterwegs. Jetzt gucken wir mal eben nach den Verbräuchen. 16,2.
Reifendruck nur noch bei 2,5, nein, auf 2,6 gestiegen gerade. Lass mal rollen. 14.55 Uhr Grad. Man merkt, das wird schon langsam ein bisschen dunkler. Also trocken, hat nicht wieder angefangen zu nieseln, was ich vorhin ein bisschen erzählt hatte. Aber es wird langsam dunkler. Also ich hoffe, dass ich die beiden Touren noch bei einigermaßen Helligkeit hinbekomme. Sonst ist das schon wieder nicht vergleichbar. Aber eigentlich sollte das passen. Wir sind jetzt unterwegs von der Zeit her 20 Minuten. Und ich denke mal, wir brauchen ungefähr 30 pro Tour. Und dann habe ich ja nochmal kurzes Umbauen, sprich an die Montage an die Decke, an die Scheibe, nicht an die Decke. Ja, und dann geht es gleich weiter. Also ich wollte jetzt nicht zwischenladen. Und dann gucken wir mal. Ja, vielleicht sind es auch nur die dunklen Wolken gerade. Es sieht auf der Kamera zum Glück noch heller aus, als es ist. So, ich weiß gar nicht, ob man das auf dem Video erkennt. Da hinten ist schon die Fußgängerampel, die ich sonst immer von der anderen Seite befahre, wenn ich dann mit euch die Videos drehe und zu mir nach Hause fahre. Das ist jetzt der Moment, in dem ich sage, okay, da halte ich an. Von da aus fahre ich dann weiter und dann mit den veränderten Bedingungen, sprich, ja, danke für die Musik. So, das heißt, wir halten hier mal eben an und machen genau hier den Zwischenstopp. Und dann baue ich mal eben das Ganze um und präsentiere euch mal eben den Zwischenstand. So, ja, erste Tour im Eco-Modus. Das waren jetzt 15,3 im Durchschnittsverbrauch und die Strecke habt ihr ja gesehen gerade, habe ich eben eingeblendet. Das waren 35 Kilometer circa. Seht ihr unten jetzt nochmal gerade. Und das Ganze im Eco-Modus bei 14 Grad Außentemperatur. Das Ganze ändern wir jetzt. Ich gehe auf den Drive-Mode hier unten. Gehe auf Sportmodus, resette mal eben die 35 Kilometer und 25 Minuten. So. Eventuell überlege gerade, ob ich das ein bisschen später nochmal resetten sollte. Das könnte ich machen, weil wir natürlich auch vorhin weniger machen. Mache ich gleich. Also Hintergrund meine Gedanken gerade, die ihr laut mitbekommen habt, ist, ich bin natürlich viel später in den Reset gegangen, bin dann gleich an der Ampel da dann auf die Autobahn gefahren und das wäre sonst ein bisschen Verfälschung, wenn ich jetzt die ganze Zeit schon Landstraße hier fahre, um dann nachher wieder hier anzukommen, wo wir jetzt gerade stehen. Und dementsprechend werde ich das, glaube ich, gleich nochmal zwischenresetten. Das macht es, glaube ich, das wäre besser. Gut, okay. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter und dann gucken wir mal, wo wir im Sportmodus landen. 15,3 ist das, was der Eco-Modus ergeben hat. So, hier werde ich jetzt nochmal resetten und die Geschwindigkeit nochmal resetten. Da vorne ist die Ampel, da sind wir von vorne gerade rausgekommen. Da ganz hinten seht ihr so ein bisschen die Tankstelle, wo auch mein Triple Charger immer steht. Und hier rechts geht es dann zur Autobahn. Ampel ist grün, das trifft sich gut. Verfälscht das Ganze nicht ganz so sehr. Ja, und dann geht es jetzt hier wieder rauf auf die Autobahn. Und dann die ganze Tour nochmal. So, was man natürlich merkt, ist das, was ich eingangs schon erwähnt hatte. Wir sind auf leicht schlüpfrigen Fahrbahn unterwegs. Also minimal feucht ist jetzt nicht der Rede wert. Aber im Sportmodus, die 30 Newtonmeter mehr, eben als ich angefahren bin von dem Parkplatz, da haben gleich die Räder noch bei 40 km mal ein bisschen durchgedreht. Also, das ist dann doch ein Unterschied. So, Limiter auf 130. Windgeräusche hat das Auto übrigens ganz schön. Ne? Also, wenn jetzt der Leaf war ruhiger, der Leaf ist deutlich leiser als ein Ioniq. Auch ist der GLC Fuel Cell, die Brennstoffzelle, die ich fahren bin, deutlich leiser. Und den EQC, den ich ja dienstlich betreue, auch der ist unheimlich leise. Unheimlich. Also ich hoffe wirklich, dass ich euch das bald mal irgendwann auch zeigen darf.
Das ist schon echt gut. So. Also lassen wir jetzt mal gerade eben ein bisschen laufen. Ich sehe gerade, dass der Akku. Ein Balken hat er noch. Hat die Kamera nicht aufgeladen, war mein Fehler. Gut. Auf jeden Fall lassen wir es sehen. Fahren wir ein bisschen bis zur Ausfahrt und dann noch ein paar Videosequenzen. Und gucken am Ende, wo wir landen. So. Kommt tatsächlich auch ein bisschen blau da hinten noch raus. Wetter immer noch 14 Grad. Autobahn jetzt, die da vorne fahren irgendwie ganz komisches Stil gerade, wie man sieht. Tangiert mich eher peripher, also weiß ich auch nicht. Klar ist die Strecke hier freigegeben, aber die Zeiten, in denen ich jetzt hier mit 200 über eine Autobahn preschen muss, die sind irgendwie auch vorbei. Also es ist klar, vor 10, ne? Ich glaube, ich muss dann ich sagen, vor 20 Jahren war das immer noch mal ein Reiz, aber an dieser Stelle muss ich ganz sagen, also ich werde leider älter, zum Glück reifer und vom Kopf her bleibe ich jung und diese Maximum Speed Geschichten, das brauche ich einfach gar nicht mehr. Es gibt ganz viele andere Sachen, die machen viel mehr Spaß und da gehören auch so eine schöne Touren dazu, wo man jetzt hier gerade auch ein bisschen Landschaft genießen kann. Ich werde mal echt nahe gucken, dass ich das auf dem Video so ein bisschen wiedergeben kann. Das sieht echt wunderschön aus hier. Und wenn es dann draußen auch noch nicht regnet, sondern wirklich jetzt so ein bisschen auch aufklart, das Licht schön ist, dann macht das schon Spaß, das Autofahren. Und auch für euch diese Videos zu machen. So, da sieht man es schon. Hier sind noch die Schilder, 300 Meter bis zur Ausfahrt, die ich jetzt nehmen werde, wie auf dem Windweg. Derzeitiges Durchschnittstempo, 122 sogar. Aber letztendlich kommt es darauf an, wie wir nachher zurückgekommen sind. Auch von den Minuten her. Vorhin stand ich auf der Hinfahrt, stand ich an der roten Ampel, das heißt, da kam ein bisschen Standzeit dazu. Und die habe ich jetzt nicht gehabt. Die Ampel war vorhin grün, das habt ihr gesehen. So, und dann geht es jetzt hier wieder nach links, Richtung Wolfsbüttel. Da ist tatsächlich ein Schild mit Tankstelle. Wen interessieren denn Tankstellen an der Stelle? Hab ich noch nie gesehen. Achte ich auch gar nicht mehr drauf. Also als meine Frau letztens getankt hatte, was sie eben vorhin erzählt hatte, das hat mich richtig gewundert, wie teuer inzwischen der Sprit ist. War mir gar nicht so klar. Ja, also. Da freuen wir uns dann auf den Kona. In, jetzt überlegen wir mal, wie heißt das Rot? Fury Red ist das vom Ioniq. Ich komme nicht drauf, steht unten jetzt. Auf jeden Fall wird er rot werden. Echt schöne Farbe, ähnlich wie das Hausmarkenrot von Mazda. Finde ich auch eine ganz tolle Farbe übrigens. Und ja, freue mich aufs Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Wird ein Premium, uns hätte ein Style auch gereicht, aber das ist jetzt einfach das Thema Verfügbarkeit. Also klar ist das preislich nochmal ein Unterschied, aber ich denke auch gerade im Wiederverkauf lässt sich ein Kona in 3-4 Jahren, der als volle Hütte abgegeben wird, besser verkaufen als ein Style. Wobei da auch die Meinungen auseinandergehen, was das Leder angeht. Wobei das, ich meine, das ist, das weiß ich nicht genau beim Kona, ob es Kunstleder ist oder nicht. Auf jeden Fall, ich bin der Überzeugung, ich würde glaube ich eher ein Premium kaufen, auch als Gebrauchten, als ein Style. Wärmepumpen haben sie beide und das ist dann das Thema Sitzbelüftung, Head-Up-Display hat er mehr, Einparksensoren vorne und hinten, also das ist so die Zusatzausstattung gegenüber dem Style.
klar, mit dem Leder und der Belüftung im Sommer, das hat schon seinen Mehrwert. Meiner Frau sagt derzeit noch, ja, das ist ja eigentlich gar nicht so wichtig. Ich selber denke, sie wird spätestens im Sommer, wird sie merken, was sie davon hat. Und dementsprechend, ja, wir kriegen ein Premium und Punkt. Ah, ist das nicht schön hier? Ist das nicht geil hier? Also, das ist doch... Ach, ich mag das. Also das finde ich am Herbst wirklich schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin sonst ein absolut Sommerkind. Alles unter 25 Grad fast. Also eigentlich alles unter 20 Grad ist in Ordnung. Ist für mich kalt, ungemütlich und sobald dann irgendwann der Winter kommt oder der Herbst, dann zieht es mich auch ungern raus. Meine Kleine will dann immer, ich nicht. Mit dem Hinweis, man könnte sich ja warm anziehen, das sagt ein Kind mit 3 Jahren schon. Also muss ich auch sagen, also, da nimmt sie dann, sie hat recht, Punkt. Es gibt kein kaltes Wetter, es gibt nur kalte, falsche Klamotten. Und ja, aber ich mag es einfach nicht. Und dieses feuchte Wetter, wo man dann echt so ein bisschen, das zieht sich echt überall durch. Also da, wobei auch das ist auch der Winter, ne? So ein knackig kalter Wintertag, der hat schon was. Blauer Himmel, am besten noch ordentlich Schnee gefallen, das ist so schön. Aber man muss sich dementsprechend warm anziehen. Und da bin ich einfach, weiß ich nicht. Es ist halt nicht meins. Ich bin auch kein Wintersportler. Liegt nicht daran, dass ich jetzt hier in Norddeutschland wohne. Ich bin aber kein Wintersportler. Es gibt genug Leute, die fahren jedes Jahr 2-mal im Winter in den Skiurlaub. Nee, weiß ich auch nicht. Ist aber nicht meins. So, da können wir mal gucken. Benzinpreise. Diesel 1,33. E10 1,45, Super 1,47, Super Plus 1,59. 1,59. Mann. Nicht schlecht, muss ich schon sagen. Also, wenn ich da an mein altes Auto zurückdenke, ich habe den mit Super getankt, den mit Super Plus. Obwohl es ein 6-Zylinder war, 10 Liter. Boah. Das kostet schon den einen oder anderen Cent an der Stelle. Wie gesagt, Verbrenner fahren muss man sich leisten können. Aber da habe ich auch schon im Kopf, es gibt da so viele Meinungen gerade. Also, ich bin da wirklich viel bei Facebook unterwegs. Und was da für Quatsch geteilt wird und was für Meinungen es da gibt. Und ich verstehe da auch wirklich die Verbrennerfahrer nicht. Also ich war ja jahrelang selber einer. Wieso die derartig aggressiv auf Elektroautos abgehen? Warum dieses Thema seltene Erden, was auch tatsächlich in vielen, vielen Bauteilen bei einem Verbrenner, warum das auf einmal so dermaßen schrecklich ist für die ganze Welt und es ist eine Ausbeutung und natürlich ist in vielen Bereichen es sehr deutlich kritisch zu sehen, also ich denke mal zum Beispiel an das Schürfen von Kobalt in Afrika, in den Kobaltminen. Das ist natürlich kritisch zu sehen, aber da hat meiner Meinung nach auch sämtliche Autohersteller, und das gilt auch für Verbrenner, also wirklich, die haben da definitiv für mich eine Verpflichtung, da auch mal ein bisschen drauf zu gucken. Und dementsprechend sage ich auch, da kann man jetzt nicht sagen, okay, alle E-Autos sind schlecht und böse. Das wäre an der Stelle nicht richtig. Weil eben in vielen Bauteilen eines Verbrennerfahrzeuges genau die gleichen seltenen Erden zu finden sind. Ja, die wenigsten wissen das und die gehen auch gar nicht drauf ein, weil durch verschiedene Beiträge im Internet und so weiter und was im Internet steht, das stimmt und das ist die Wahrheit und das wird auch nicht kritisch hinterfragt, gibt es so viele Experten und ja, diese vermeintlichen Experten verteilen ihr Unwissen dann halt und andere Unwissende
teilen dieses vermeintliche Expertenwissen und sind neue Experten und wird das wie so ein Lauffeuer verbreitet und ist an vielen Stellen wirklich Quatsch. Ja. Da habe ich jetzt eigentlich mal vor, so ein bisschen Aufklärung zu verbreiten, wo man wirklich solche Themen dann auch mal angeht und sagt, okay, hör mal zu, das ist jetzt nicht alles so wahr, was ihr da hört, und werde das natürlich auch mit den Quellen, die es da an der Stelle benötigt, dann belegen. Aber das geht mir schon ganz schön durch den Strich, also dermaßen gegen den Strich, muss ich sagen, dass ich teilweise solche Sachen auch gar nicht mehr lese. Also teilweise ist gut gesagt, ich lese vieles davon nicht. Ich lese die Kommentare schon gar nicht mehr, weil es ist echt immer derselbe Mist an der Stelle. Und ja, wir kommen den ganzen Spiel zum Ende. Hinten habe ich schon wieder die Ampel gesehen. Ich hoffe, ihr auch. Ja, und dann werden wir gleich mal ein Fazit ziehen, aber das sehe ich jetzt hier gerade schon, das ist ja überraschend. Da muss ich selber mal für mich auch noch meine Schlüsse ziehen, also das werde ich euch jetzt mal zeigen gleich. Das ist durchaus interessant. Aber das gucken wir uns jetzt mal an. Halten wir eben hier an der Bushaltestelle an. Ist übrigens eine Landbushaltestelle, ja, an dieser Stelle, da kommt dann vielleicht zweimal am Tag ein Bus, insofern stehe ich jetzt hier gar nicht falsch. Und dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal eben an, wo wir gelandet sind. Das ist nämlich durchaus überraschend. Ja, also da muss ich drauf achten, das seht ihr jetzt gerade. Ich schlüpfe mal ein bisschen tiefer, Akku ist übrigens leer. Muss mal gucken, ob das noch geht gleich. Also, der Verbrauch ist tatsächlich 14,4. Durchschnittsgeschwindigkeit 92 km/h, ist ein bisschen geringer. Und 34,6 km. Aber 14,4, das ist deutlich weniger. Das war fast 1 Kilowatt auf 100 km weniger als beim Eco-Modus. Das finde ich dann an der Stelle schon sehr erstaunlich, muss ich sagen. Also hätte ich gar nicht mit gerechnet. Und ja, das war jetzt Autobahn und Landstraße. Was ziehe ich da für ein Fazit draus? Also ich fahre sehr gerne im Sportmodus und muss an der Stelle auch sagen, ja, ein Sportmodus macht auch mehr Spaß. Erstaunlich. Erstaunlich. Also ich werde das Ganze jetzt nochmal eben für mich aufnehmen, damit wir hier mal eben das Ganze dann auch unten einblenden können. Ja, 14,4 und 34,6 Kilometer. Hier sind jetzt 88 km, weil ich jetzt schon längere Zeit stehe. Das waren über 90 km, das, was ich eben gesagt habe. Ja. Gut, und Fazit der ganzen Geschichte. Warum ist der Eco-Modus jetzt nicht sparsamer? Weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Autobahntempo, wo Rekuperation, das was im Eco-Modus deutlich stärker ist, eben nicht so den Sinn macht. Auf der Autobahn rekuperiert man in Summe wenig und jetzt auch an einem Sonntag auf der Landstraße habe ich wenig rekuperieren müssen. Das heißt, der Vorteil des Eco-Modus mit der stärkeren Rekuperation, es wird mehr Energie wieder zurückgeführt in die Batterie, kommt nicht zum Tragen. Ich brauche vielleicht auch mehr Energie, um auf ein gewisses Tempo zu kommen, also sprich mit weniger Leistung, die mir zur Verfügung steht, Drehmoment in Anführungsstrichen, brauche ich etwas länger, um zum Beispiel jetzt auf ein Tempo 100 zu kommen. Das geht im Sportmodus definitiv schneller. Das bisschen Drehmoment, was mehr zur Verfügung gestellt wird, 30 Newtonmeter an der Stelle, merkt man deutlich. Also die Räder drehen viel schneller durch und es macht deutlich mehr Spaß. Das Gaspedal ist viel, viel giftiger. Strompedal ist viel, viel giftiger und das ganze Auto fühlt sich auch anders an. Die Rekuperation, die im Sportmodus deutlich, deutlich geringer ausfällt, kommt hier gar nicht zum Tragen, auf der Autobahn und auf der Landstraße. Denn, was ich eben erwähnt habe, es wird wenig rekuperiert. Ne? Landstraße jetzt an einem Sonntag, das war echt, echt wenig. Und so, jetzt musste ich mal in die Kamera wechseln, weil Strom aus. Liegt jetzt hier? Das ist das Modell, ne?
und ich habe sie leider vorher gerade eben nicht geladen gehabt. Ja, und dementsprechend ist es gerade ausgegangen und meinen letzten Satz habe ich schon wieder fast vergessen. Ich glaube, es ging darum, dass auf der Autobahn, auf der Landstraße aufgrund der wenigen Rekuperation einfach auch der Vorteil des Eco-Modus gar nicht zum Tragen kommt. Ja. Ich bin gespannt, was das auf meiner Pendelstrecke gibt. Auf meiner Pendelstrecke ist das Durchschnittstempo natürlich auch viel, viel, viel geringer. Also ich habe ja ein Durchschnittstempo auf der Pendelstrecke von ca. 70 km/h, zwischen 60 und 70 km/h, je nachdem wie der Verkehr ist. Und bei 60 bis 70 km/h gegenüber jetzt fast 100 km/h ist das dementsprechend auch ein riesengroßer Unterschied. Da muss man jetzt einfach mal gucken, was ich da für ein Fazit rausziehe. Mich wundert es tatsächlich, dass der Sportmodus so viel einspart gegenüber dem Eco-Modus. Also, hätte ich nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Also, ihr merkt gerade selber, mir fehlen so ein bisschen die Worte an der Stelle, was bei mir durchaus selten vorkommt, aber ich habe da im Moment noch keine Idee für mich, warum das so ist. Soll es an der Stelle erstmal gewesen sein. Ich werde jetzt mal, das ist viel, viel spannender für mich gerade, gucken, was die Videoauswertung zeigt, was das über Kopf gedrehte. Ne? Also ich musste an der Scheibe, musste die Kamera so hängen. Normalerweise ist die Kamera so richtig rum, so, ne? Und sitzt auf dem Dashboard. Und unter der Scheibe hängt sie dementsprechend so. Ne? Und das unter der Scheibe hängen, das ist das, was ich dann eben auch mache, wenn ich dann Filme drehe mit Autos, die eben oben kein Bobble haben von mir. Und das muss halt funktionieren. Das gibt keine Option und ja, dementsprechend bin ich da jetzt mal gespannt drauf. Gut. Also, freut mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wie gesagt, das nächste Video folgt dann in Kürze sogar, damit ich da wirklich jetzt auch mal eine Verbindung hin schaffe und ja, dann gucken wir mal am Ende, was den Mythos Eco-Modus hier eigentlich noch eine Daseinsberechtigung lässt. Seid gegrüßt, habt noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.